Hallo, unter dem Hashtag Wir machen auf wird im Augenblick dazu aufgerufen, eine Verlängerung des Lockdowns dadurch zu verhindern, indem sich einfach keiner dran hält, indem die Unternehmer, Ladenbesitzer, Restaurants einfach wieder ihren Laden aufmachen und so tun, als gäbe es kein entsprechendes Verbot. Ob das jetzt funktioniert oder nicht, sei mal so dahingestellt. Bestimmt ist das eine aufsehenerregende Aktion. So ähnlich, als würde man sagen, hier ist ein Tempo 100-Schild, lass uns alle gegen dieses Verbot verstoßen, indem wir alle massenhaft da durchfahren. Und wenn der tausendste Bußgeldbescheid geschrieben ist, werden die bestimmt irgendwann aufhören, uns zu blitzen, könnte man annehmen. Schauen wir uns aber mal an, was das bedeutet für diejenigen, die tatsächlich diesem Aufruf nachkommen. Da haben wir zunächst mal im Infektionsschutzgesetz verschiedene Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände. Dafür kommt man nicht ins Gefängnis, sondern muss Geld bezahlen. Der Rahmen hierfür ist bis zu 25.000 Euro und der bayerische Bußgeldkatalog zu der 11. Infektionsschutzverordnung sieht hier einen Regelsatz von 5.000 Euro vor. So viel kostet es also für jede Tat, zum Beispiel jeden Tag, wenn man seinen Laden aufmacht oder für jeden einzelnen Laden. Und da kann man sagen, das ist ja noch hinnehmbar, das ist ja besser als Insolvenz anzumelden. Außerdem kann man, wie die Querdenker richtigerweise anmerken, natürlich gegen einen Bußgeldbescheid Rechtsmittel einlegen und das überprüfen lassen. Und vielleicht stellt sich dann irgendwann heraus, dass die ganze Pandemie ja nur eingebildet war oder nicht verhältnismäßig war oder dass wir eine Verschwörung haben, an der die Justiz zufälligerweise nicht beteiligt ist und dann würde das vielleicht aufgehoben werden. Kann man so sehen, das kann man in Kauf nehmen. Aber es gibt neben den Ordnungswidrigkeiten noch weitere Rechtsfolgen, wenn man seinen Laden aufmacht. Es gibt zum Beispiel Strafvorschriften. Im Infektionsschutzgesetz ist vorgesehen, dass derjenige, der seinen Laden aufmacht und dadurch fahrlässig erreicht, dass Krankheitserreger übertragen werden, sich strafbar macht mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Jetzt kann man sich natürlich sagen, ist das denn überhaupt nachweisbar? Woher soll man denn wissen, dass eine Übertragung der Krankheitserreger zu diesem Zeitpunkt aufgrund dieser Maßnahme stattfand? Das ist sicherlich nicht so ganz einfach. Und dann kommt wieder die Diskussion, ob das überhaupt nachgewiesen werden kann durch PCR-Tests oder was anderes. Interessant ist, dass das Infektionsschutzgesetz dabei nicht auf Erkrankungen alleine abstellt, sondern schon die Übertragung von Krankheitserregern ausreichen lässt dafür, um eine Straftat zu begehen. Interessant ist aber schon im Vorfeld das Aufrufen hierzu. Und da muss man wieder in den Welten Ordnungswidrigkeiten, Strafrecht unterscheiden. Im OWIG gibt es den Paragraphen 116, der sagt, wer zu einer Ordnungswidrigkeit aufruft, der kassiert das gleiche Bußgeld wie derjenige, der die Ordnungswidrigkeit begeht. Aber im Strafrecht gibt es eine entsprechende Norm im 111 StGB, der also sagt, derjenige, der zu Straftaten aufruft, wird wie ein Anstifter nach § 26 StGB bestraft. Es führt also eventuell zu einer Minderung, also man hat nicht die ganzen 5 Jahre, sondern etwas weniger, wenn der Aufruf erfolglos ist, also wenn keiner die Straftat begeht. Und daran sieht man natürlich, das Aufrufen erzeugt die Strafbarkeit selbst dann, wenn keiner diesem Aufruf folgt. Voraussetzung für den 111 StGB ist, dass die Art der Tat konkret genug bezeichnet wird. Es ist nicht erforderlich, dass man eine konkrete Person anspricht und sagt, du machst von 11 bis 12 Uhr auf, sondern es muss beschrieben sein, was die Tathandlung ist, die begangen werden soll. Wie beispielsweise macht ein Restaurant am ersten Tag des verlängerten Lockdowns auf. Das dürfte wohl dafür ausreichen, um den 111 StGB zu verwirklichen. Eine gewisse juristisch-dogmatische Schwierigkeit ist, dass wir es mit einer Vorsatzfahrlässigkeitskombination zu tun haben, einem sogenannten erfolgsqualifizierten Delikt, bei dem die schwere Folge fahrlässig begangen wird, während sich der Grundtatbestand, der vorsätzlich begangen werden muss, auch gleichzeitig auf eine Ordnungswidrigkeit bezieht. Das ist ein Problem, was wir jetzt hier nicht weiter vertiefen, ist aber total spannend für Jurastudenten, die gerade fürs erste Staatsexamen lernen, weil sich genau hier die Frage stellt, ob das denn überhaupt möglich ist, eine Anstiftung zu haben bei einer Vorsatz-Fahrlässigkeit-Kombination. Die Rechtsprechung geht davon jedenfalls aus. Mit Sicherheit werden die Querdenker-Anwälte allerhand gute Gründe aufführen, warum das Risiko vielleicht zwar gegeben, aber nicht besonders groß ist. Heute habe ich eine EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 1999 gesehen, in dem es um Bootsanlegeplätze am Bodensee in Österreich ging und da gab es eine Kontingentierung und da war das Argument, dass keine überragenden Interessen des Gemeinwohls bestanden dafür, um eine Kontingentierung für In- und Ausländer vorzunehmen. Und diesen Gedanken hat man dann also auf Corona übertragen, dass also
überragende Gründe des Gemeinwohls nicht so einfach behauptet werden können, um eine solche Ausländerdiskriminierung vorzunehmen. Was hat das mit Corona zu tun? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, der Gedankengang war, dass für eine Durchbrechung des Grundsatzes des Waren-Dienstleistungsverkehrs in der Europäischen Union wichtige, schwerwiegende Gründe bestehen müssten. Und die waren jetzt hier für die Bootsanleger nicht gegeben. Es gab also keinen besonderen Grund, warum die Bootsanleger aus Österreich bevorzugt werden sollten gegenüber denen aus der Schweiz oder aus Deutschland. Darum jetzt zu sagen, in Corona reicht also Gesundheitsinteresse nie aus, sofern nicht nur irgendeinen Auslandsbezug hat, ist nichts anderes als Quatschjura. Aber ich glaube, mit derartigen Argumentationsweisen werden immer wieder Querdenken-Kollegen jetzt argumentieren. Und es steht jedem natürlich frei, in diesem Land sich zu entscheiden, wem er glaubt, aber er sollte zumindest einmal gehört haben, was die möglichen Konsequenzen seines Handelns sein können. In diesem Sinne, viel Spaß bei euren Entscheidungen. Bleibt gesund.